Ja, hallo, schön wieder hier zu sein, um über Gottes Wort nachzudenken, darüber zu reden und auch vielleicht so manche Überlegungen anzustellen. Denn Überlegungen haben ja Menschen sehr viele. Zum Beispiel, wenn es um die Gottesfrage geht: Woher kommt Gott? Woher kommt überhaupt das Universum? Ist wirklich entstanden durch eine massive Explosion, sprich Urknall? Nun, all diese Fragen und noch mehr haben Menschen. Ich weiß nicht, welche Fragen dich heute bewegen, aber zumindest der heutige Losungstext gibt uns einen Hinweis, eine Antwort auf die Frage: Wer ist denn der Urheber von allem, was wir wahrnehmen können? Also hören wir uns das einmal an. Der Herr gibt die Sonne dem Tage zum Licht und bestellt den Mond und die Sterne der Nacht zum Licht. Er bewegt das Meer, dass seine Wellen brausen. Jeremia 31, Vers 35. Nun, in diesem Abschnitt geht es ja auch unter anderem darum, dass Gott wieder sein Volk herstellt, wo er sie haben will und was er mit ihnen noch vorhat, nämlich die Wiederherstellung. Nun, in diesem eingangs einleitenden Vers wird einfach klargestellt, wer der Urheber von allem Wahrnehmbaren ist und auch von den Unsichtbaren, wenn man so will. Es ist Gott und keinen anderen. Mögen die Menschen noch so viel spekulieren und Thesen und Hypothesen aufstellen, alle möglichen Gedanken sich darüber machen. Aber Gottes Wort gibt uns eine klare Antwort, auch wenn sie nicht den Menschen oder zumindest vielen nicht gefällt. Es ist Gott, und zwar der Gott der Bibel, der Urheber von allem ist. Das heißt auch von dir und von mir, von allem Wahrnehmbaren. Und das soll uns eigentlich wieder zur Dankbarkeit, aber auch zur Anbetung führen. Weil da kann man eigentlich nicht anders als staunen, dass er sich uns Menschen geoffenbart hat. Und wie uns die Bibel auch darauf hinweist, am allerdeutlichsten hat es sich geoffenbart in und durch Jesus Christus, den Sohn Gottes. Also wenn du genau wissen willst, wie Gott ist, wie der Vater ist, dann kannst du und sollst du zu Jesus Christus, seinen Sohn, kommen. Und er wird dir helfen, immer mehr von diesem Wunder, von diesem Mysterium zu erkennen und zu preisen. Schauen wir uns aber auch noch den Lehrtext an, der ja auch immer wieder gekoppelt ist zu dem Losungstext vom Alten Testament. Wir haben nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. 1. Korinther 8, Vers 6 hat der Apostel Paulus an die Korinther geschrieben, nachdem er diese herrliche Offenbarung bekommen hat, in seinem Herzen, in seinem Geist, zu erkennen, dass es Gott ist, der Vater aller Dinge, und dass er alles in seiner Hand hat. Was für ein Geschenk. Also wir haben nur einen Gott, nicht viele. Und er ist Vater, und zwar von dem alle Dinge sind und wir zu ihm, und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Was für eine Offenbarung. Also der Sinn und Zweck
unserer Existenz ist eben, dass wir für und zu Gott hin geschaffen sind, um ihn zu erkennen und ihn mit den unzähligen himmlischen Herrschern und erlösten Kindern Gottes ihn anzubeten, ihn zu preisen, ihn zu loben und vor allem auch ihm zu danken. Lass uns das auch heute wieder tun, mit einem dankbaren und erfüllten Herzen. Ich wünsche dir auch wieder einen guten und auch einen schönen Tag. Servus. 25. November 2022. Da heißt es heute im Losungstext: Der Herr gibt die Sonne dem Tage zum Licht und bestellt den Mond und die Sterne der Nacht. Wozu zum Licht? Er bewegt das Meer, dass seine Wellen brausen. Jeremia 31, Vers 35. Im Lehrtext heißt es dann auch: Wir haben nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm, und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. 1. Korinther 8, Vers 6.